Von morgen an sind Plastikgabeln, Plastikmesser, Plastikwattestäbchen, Plastikstrohhalme und andere Einwegprodukte aus Kunststoff in der ganzen EU verboten. Das neue Gesetz wurde auf den Weg gebracht, weil schon allein in Deutschland zuletzt mehr als 364.000 Tonnen Müll aus Einwegprodukten entstehen. Auch Coffee-to-go-Becher sind dann verboten. Viele Gastronomen stellt das für eine Herausforderung. Jede Menge Plastik. Ein solcher Müllberg fällt im Café Firenze an einem schönen Sommertag an. Bald aber ist Wegwerfplastik EU-weit verboten. Deshalb hat sich Inhaber Rolando Nardi etwas einfallen lassen. Hauseigene Mehrwegbecher, die sich nicht nur für die Umwelt lohnen, sondern auch für die Kundschaft. Wenn der Kunde zum Beispiel fleißig ist und auch an diesem Projekt sich mit Freude mitbeteiligt und bringt uns die Becher sauber zurück, dann kriegt er 10% Rabatt auf alle möglichen Artikel. Doch der Umstieg von Einweg- auf Mehrweggeschirr kostet den Gastronomen einiges. Lohnt sich das für ihn überhaupt? Ganz freiwillig geht Kaffeebetreiber Nardi diesen Schritt jedenfalls nicht. Denn ab morgen gilt ein Verkaufsverbot für Einwegplastik. So sind To-Go-Becher, Einweggeschirr, Verpackungen aus Styropor, Trinkhalme und Rührstäbchen EU-weit tabu. Die Gastronomie darf aber Restbestände aufbrauchen. Danach muss sie auf umweltfreundliche Alternativen umsteigen. Rolando Nardi fängt lieber jetzt schon an. Doch er merkt, Mehrweg bedeutet auch Mehraufwand. Wir haben natürlich eine Menge Arbeit, zum Beispiel das Ganze wieder mal zu sterilisieren, damit das Produkt auch wieder verwendbar ist. Finanziell also eher eine Belastung und ein organisatorischer Aufwand. Das Pfand in Höhe von 20 Cent pro Becher muss der Gastronom von seiner Kasse klar trennen, damit er bei der Abrechnung nicht durcheinander kommt. Er geht den Schritt trotzdem, denn er hofft auch auf einen positiven Werbeeffekt. Ich sehe auch viele neue Gesichter momentan, die für unsere Eisdiele sich entschieden haben, nur aufgrund von diesen Geschichten. Die Kunden nehmen den Mehrwegbecher gerne an und sind froh um diese Alternative, der Umwelt zuliebe. Also ich sehe da die Ressourcen, die einfach dann vernichtet werden und dann irgendwo im Meer landen vielleicht sogar. Was ja noch schlimmer ist, Mikroplastik und so weiter, das braucht keiner. Rolando Nardi würde gerne mehr Gäste in seinem Laden bedienen, wenn es die Corona-Lage zulässt. Denn das bringt im Schnitt auch mehr Umsatz als das To-Go-Geschäft. Und er wünscht sich dabei auch mehr Zeit für Genuss. Vor 20 Jahren wäre zum Beispiel undenkbar gewesen, dass ein Deutscher oder ein Italiener einen Kaffee im Pappbecher getrunken hätte. Also damals hat sich jeder 5 Minuten Zeit genommen, sich den Espresso oder den Tasse Kaffee zu genießen. Und wenn es dann doch mal zum Mitnehmen sein muss, gibt es bei ihm in Zukunft nur noch den Mehrwegbecher. Die Modekette Adler musste während der Corona-Pandemie Insolvenz anmelden. Vor wenigen Tagen hat das Logistikunternehmen Zeitfracht den Modehändler gekauft. Jetzt liegt das Konzept für einen Neustart vor. Demnach sollen etwa 40 der 142 Filialen in Deutschland geschlossen werden. Nach Angaben des Unternehmens verlieren rund 500 der 3.100 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Bis Ende August soll das Insolvenzverfahren abgeschlossen sein. Der japanische Konzern Mitsubishi Electric hat zugegeben, 35 Jahre lang beim Verkauf von Klimaanlagen betrogen zu haben. Wie das Unternehmen in Tokio mitteilte, wurden Testdaten vor dem Verkauf gefälscht. Konkret geht es dabei um mehr als 84.000 Klimaanlagen für Züge, die weltweit an 80 Bahnunternehmen geliefert wurden. Trotz der Fälschungen bestehe aber kein Sicherheitsrisiko, teilte der Konzern mit. Konzernchef Sugiyama sprach von systematischem Betrug, entschuldigte sich und trat zurück. In der Nähe von Köln hat der Ölkonzern Shell die bisher größte Anlage Europas zur Herstellung von umweltfreundlich hergestelltem Wasserstoff in Betrieb genommen. Nach Angaben des Unternehmens sollen pro Jahr rund 1.300 Tonnen von sogenanntem grünem Wasserstoff gewonnen werden. Kern der Herstellung ist die ausschließliche Nutzung von Wind- und Solarenergie. Ein Gericht in den Niederlanden hatte jüngst entschieden, dass der Ölkonzern seinen CO2-Ausstoß deutlich senken muss. Shell hat sich nun zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral werden zu wollen. In den USA wurden heute die Arbeitsmarktzahlen für den vergangenen Monat bekannt gegeben. An den Finanzmärkten wird das aufmerksam verfolgt. Für uns macht das Dorothee Holz an der Börse in Frankfurt am Main. Und ich frage nach, ja, wie sind die Zahlen denn ausgefallen?
Also die Zahlen sind im Juni richtig gut ausgefallen. Es entstanden außerhalb der Landwirtschaft 850.000 neue Jobs. Das waren rund 150.000 mehr als erwartet. Doch die Lücke, die Corona am US-Arbeitsmarkt hinterlassen hat, die ist noch lange nicht geschlossen. Es fehlen noch Millionen von Arbeitsplätzen. Dennoch, die amerikanische Wirtschaft hat sich unglaublich schnell von den massiven Pandemieschäden erholt. Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 7% wachsen wird. Gleichzeitig wird die Wirtschaft ja auch vom massiven Geldfluss der US-Notenbank gestützt. Die Fed macht weiter keine Anstalten, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Und wenn die US-Wirtschaft brummt, dann freut sich auch die deutsche Exportwirtschaft. Vor allem deutsche Autobauer konnten bei US-Kunden punkten. VW hat nach dem Einbruch im vergangenen Jahr den Absatz um 72% gesteigert. Eine solche Steigerung in einem zweiten Quartal gab es zuletzt im Jahr 1973. Auch BMW lieferte sehr starke Absatzzahlen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Wirtschaft vor einem Jahr eine Vollbremsung hingelegt hat. Haben diese Entwicklungen Auswirkungen auf die deutsche Börse? Also die Daten kamen zunächst gut an, beflügelten den DAX etwas, aber zum Schluss war die Luft dann doch etwas raus. Die um sich greifende Delta-Variante war in dieser Woche, in der es viele gute Nachrichten gab, ein echter Bremsfaktor. Kommt es zu neuen Einschränkungen etwa im Herbst? Das ist die große Frage. Aber auch das Sommergeschäft wird davon beeinträchtigt. Davon kann die Tourismusbranche ein Lied singen. Der DAX hält sich aber weiter auf sehr hohem Niveau. Und das ermutigt viele junge Online-Unternehmen, sich an der Börse Geld zu besorgen. Heute gab der Berliner Online-Optiker Mr. Spex hier sein Börsendebüt. Die Aktien legten leicht zu. Genauso wie der DAX. Der DAX schaffte ein Plus von 0,3%, stieg auf 15.650 Punkte und damit etwas höher als am vergangenen Freitag. Dorothee Holz, damit vielen Dank nach Frankfurt am Main.